Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einem neuen Lichtmenschen-Interview heute mit Christian Heinrich Linde. Herzlich willkommen. Schön, dass du dich zur Verfügung stellst für dieses Interview. Herzlich willkommen. Ist eine große Freude, liebe Sonja Rill. Du bist in der Schweiz, ich bin auf Mallorca. Wir werden über den Teich, über dich sprechen, über deinen Lebensweg, über das, was dich motiviert, was du gerade machst, wie du dahin gekommen bist. Und ich bin schon sehr, sehr neugierig. Hoffentlich genauso wie die Zuschauerinnen und Zuschauer. Magst du dich einfach mal vorstellen als Start? Ja, von Herzen gerne, liebe Sonja Riel. Also, wie du schon verraten hast, mein Name ist Christian Heinrich Linde. Ich komme, wie ich nicht verbergen kann, ursprünglich aus Deutschland, bin ich jetzt auch seit 20 Aus dem Jahren hier. Rheinland wie ich. Genau. Bin ich jetzt auch hier seit, ja, es ist, die Zeit ist gerast, seit 20 Jahren in der Schweiz, am schönen Bodensee lebe. Aber du hast eben gesagt, auf der einen Seite ist jetzt zwischen Mallorca und der Schweiz ist eine Distanz, aber auf der anderen Seite sind wir im Herzen verbunden. Ja, was mache ich? Also mein Leben in drei Sätzen. Ich bin gelernter Jurist oder immer noch als Rechtsanwalt zugelassen, aber seit vielen Jahren ist mein Herzensbusiness Menschen und ja, jetzt spezialisiert auf Frauen oder Göttinnen in die Kraft zu bringen, mit einem, sagen wir mal, über die Jahre mit viel Liebe und Herzblut entwickelten Empowerment-Training. Das ist so mein Leben in zwei, drei Sätzen. Empowerment. Also wir haben uns im Einstiegsgespräch, bevor wir jetzt aufnehmen, kurz darüber unterhalten. Also ich bin kein Fan von Anglizismen. Okay. Magst du das ein kleines bisschen für die erklären, die mit diesen Begriffen, diesen Marketingbegriffen nicht so viel anzufangen wissen? Was bedeutet es für dich, Frauen in das Empowerment zu bringen oder sie zu unterstützen? Ja, danke. Also das zeigt auch die Authentizität oder die Ehrlichkeit. Ich auch nicht. Und du wirst lachen oder du lächelst ja ohnehin immer freundlich. Das ist auch ein Prozess gewesen. Also Empowerment, es ist, ich sage auch, die Wut spielt eine Rolle, ja, die Wut, die in uns ist. Und ich habe das ist mal unter der, das Schiff ist mal unter der Flagge Wutpower-Training gesegelt. Und wie es im Leben so ist, das ist kein Stillstand, das Leben ist immer eine Entwicklung. Empowerment, ja, mir hat es mal gefallen, und zwar aus dem Grunde, Kraft in die Kraft, also unsere deutsche Sprache wirkt dann manchmal so hart. Der Ansatz ist entstanden durch das Wirken von meiner ja, geliebten Frau, von der Maria Aurora, die, ja, sagen wir mal, wundervoll für die Frauen wirkt. Und es gibt im Leben keine Zufälle. Was fällig ist, fällt zu, hat ein weiser Mensch mal gesagt. Und eines Tages, ich mache seit ungefähr ja, gut 15 Jahren Kampfsport, auch Kampfsport-Trainer. Und ja, ich bin dann sozusagen zur täglichen Routine gegangen. Und eine der Frauen oder Göttinnen, die bei der Maria Aurora war, sagt: Ah, was machst du denn da? Und es passte gerade, um es jetzt abzukürzen, wunderbar in den Prozess. Auch diese Frau hatte eine große Wut in sich. Und wir haben eine kleine Session gemacht. Und so ist es eigentlich entstanden über die Jahre. Es ist Empowerment. Es geht jetzt nicht nur um den rein physischen Teil, ja, also um die Wut oder die Aggressionen raushauen, sondern es ist, ja, ich würde sagen, Prozessarbeit oder Prozessbegleitung. Ich finde es großartig. Ich sitze jetzt, weil ich vorher noch ein aktuelles Energievideo aufgenommen habe, noch vor meinem Schöpfungslicht des Mutes. Und ich habe mal ein Video gemacht, das nannte sich Mut statt Wut. Mach aus deiner Wut, aus dieser explosiven Kraft, die ja im Grunde eine positive, starke Kraft ist, eben eine Tatkraft. Komm in deine Tatkraft zurück, in deinen Mut zurück. Und ich kenne es von mir, diese Wut, die sich über Jahre, Jahrzehnte ansammelt, die mal richtig rauszubrüllen, körperlich auszuagieren, das ist ein Segen, das ist so eine Befreiung. Wie machst du das genau? Magst du das mal erklären? Ja, es ist jetzt wirklich, ich glaube, wir sind wirklich da. Also
verbunden sowieso, aber geführt. Es ist genau das. Also wenn wir Wut jetzt in die Luft schreiben, ja, oder an die Kreide, mit Kreide an die Tafel, und wir drehen das W zum M, genau, dann haben wir Mut. Genau. Also, wie mache ich das? Es ist natürlich kein Hexenwerk. Du hast es eben schon sehr, sehr schön beschrieben. Ich möchte mal so sagen, die Wut ist, wenn wir ehrlich sind, wenn wir 100 Menschen fragen, egal ob Frauen, Männer, whatever, dann werden 99 wahrscheinlich sagen, nein, habe ich nicht. Also Wut ist mal, ja, okay, ist negativ, ist negativ besetzt. Wir werden von klein auf an quasi darauf gedrillt, Emotionen, Gefühle zu handeln, zu unterdrücken, was auch immer. Und du hast es wunderbar gesagt. Also die Wut ist natürlich eine unglaubliche Kraft. Wie mache ich es? Ein Punkt ist natürlich, das ist gut. Ich bin mein Leben lang auch begeisterter Sportler und das werde ich auch immer bleiben. Das ist sicherlich der Aspekt, der gut ist, sich sozusagen, Anglizismus sei erlaubt, ja, sich auszupowern. Ja, das ist alles, das finde ich großartig. Ich sage immer, egal was wir an Bewegung, an Sport machen, das ist super. Der Punkt ist nur, ja, der Punkt ist einfach nur, die Wut wirklich spürbar zu spüren und umzuwandeln, zu transformieren. Sie eben nicht einfach rauszuhauen, also besser in den Boxsack als in den Partner oder wo auch immer, sondern die Wut wirklich zu transformieren. Und dazu habe ich halt, ja, sagen wir mal, Techniken und Tools entwickelt. Also unter anderem ja auch wirklich mit, ich hatte mal ein kleines Video von dir gesehen mit Boxen und Kickboxen, also einerseits wirklich über die Hände, die Fäuste, denn ich habe auch das Gefühl, Wut hat zwei Stellen, wo sie entsteht. Einmal im Herzen, also diese Liebe, die nicht raus kann bei vielen, vielen Menschen, die sie gar nicht fühlen. Und dann entsteht diese Wut, ich will ja lieben, wir sind alle Liebe, aber dann klemmt es im Herzen und dann klemmen natürlich auch die alten Emotionen im Bauch. Und dann ist es schön, also für mich merke ich gerade, wenn ich boxe, ich mache manchmal Schattenboxen, wenn ich meinen Powerwalk mache, super. Ich nenne das auch so, also unsere deutsche Sprache ist halt durchsetzt mit Englisch, ja. Dann mache ich Schattenboxen, einmal, weil es meine Schultern herrlich frei macht, wenn ich viel male, aber es ist auch ein gutes Gefühl, ein bisschen wehrhaft zu sein. Und dann ist es Herzraum, aber wenn ich dann über die Beine agiere, also zum Beispiel diese Kicke mache, dann ist es mehr so der Bauch und die Hüfte, das Kreuzbein, das sich bewegt. Und da sammelt sich gerade bei Frauen in der Beckenschale auch ganz viel weibliche Wut auf Männer, Ungerechtigkeit, der alte Zorn, eben unterdrückt zu werden. Das ist dann eher so im Bauchraum. Und so kann man das beides schön auspowern, rausholen, finde ich gut. Absolut. Also wundervolle Zusammenfassung, Sonja, absolut. Was ich vielleicht noch sagen darf oder was sagen möchte, was wirklich wichtig ist, es wirklich zu spüren. Die eine oder andere Frau ist wirklich überrascht, was für eine Power in ihr steckt. Und ich meine die Power jetzt nicht beschränkt auf dieses, wir kennen es in Deutschland so, hau den Lukas, also wer ist der Stärkste, ja, wie, ich sage immer so, wie auf der Kirmes zum Amüsement, wie fest du da reinschlagen kannst, ja, das meine ich gar nicht, das ist nur der eine Aspekt, sondern zu spüren, über die Atmung, über gewisse Tools zu spüren, wirklich, wirklich, wow, was für eine Power steckt in mir. Und du hast es natürlich wunderbar zusammengefasst, gerade bei euch Frauen, ist es so, dass die Wut buchstäblich unterdrückt wird, schön gedeckelt wird, in sich hinein, ich hätte jetzt fast gesagt gefressen, Entschuldigung, wird, ja, äußert sich dann grundsätzlich mal, keine Regel ohne Ausnahme, bei euch Frauen eher in der Traurigkeit nach innen, Depression, Übergewicht, Lethargie bis hin, ja, Depression, bei den Männern oder bei uns Männern eher so, ich sage immer Stichwort, bisschen laut, krakeel nach außen. Ja, also Stichwort noch unter Alkoholeinfluss, ich trinke jetzt nichts, aber unter Alkoholeinfluss Wirtshausschlägerei und die Frauen eher so. Und das sind mal so die beiden Pole. Und umso wichtiger ist es natürlich, das A zu spüren, auch dazu zu stehen. Ja, es gibt sozusagen brave Mädchen kommen in den Himmel oder böse, ja, und so weiter, aber das wirklich dazu zu stehen. Und zwar zu dieser, ich hätte jetzt fast wieder gesagt, Power, also zu der Wut,
auch als Kraftquelle. Ja, und ich Ich empfinde es so, ich habe ja auch jetzt 20 Jahre Coaching, Arbeit mit Tausenden von Menschen erlebt, dass Wut wie ein Deckel ist auf der Kiste mit der Kraft. Also die Wut ist wie ein Gefängnis. Wenn wir die Wut nicht rauslassen, sperren wir uns selber ein. Und das ist toll, dass du es nochmal erwähnst. Vielen Dank dafür, dass eben dass Frauen es nach innen schlucken, eben es in sich hineinfressen. Das sind Sprüche, die wirklich auch tatsächlich körperlich fühlbar sind. Ja, also viele Frauen haben, das habe ich in den Coachings erfahren, eben Magenschmerzen, gerade die feinsensiblen, hochsensiblen Frauen, die ja in meinem Umfeld sind, unterdrücken es über den den Nahrungstrakt, ja, die Verdauung. Und da ist alles im Durcheinander. Dafür sind die Männer, das ist meine Erfahrung, eher im Herzraum dann blockiert. Ja, und fallen dann irgendwann in der Bar tot vom Barhocker mit einem Herzinfarkt. Und dann ist plötzlich aus. Und das rauszulassen, dieses Gefängnis zu öffnen, ist ein Riesensegen. Und wie du schon gesagt hast, du baust es ja ein bisschen ein in die Göttinnenarbeit deiner Frau. Da gibt es ja schon dann ein Video von mir, weil ich mit Maria Aurora ja auch zusammenarbeiten darf, dann ja auch mit dir zusammen. Ich freue mich riesig darüber. Ich auch. Ich auch. Wir haben uns ja gerade erst quasi kennengelernt vor jetzt einem Monat, jetzt in Bezug auf das, was wir gerade aufnehmen. Ich freue mich so, dass es Menschen gibt, die andere Menschen wirklich in ihre Kraft bringen. Das ist ja auch mein Wunsch. Wie bist du denn dahin gekommen? Du hast gerade gesagt, du hast Jura studiert, du bist Rechtsanwalt. Was ist denn dann der Switch gewesen von dem einen Leben in das andere? Oder wo kam die Ergänzung? Also ich wollte jetzt einfach nochmal hier den virtuellen Blumenstrauß zurückgeben. Ich freue mich auch, ich freue mich auch unglaublich. Und es ist eine unglaublich starke Motivation von innen, um deine Frage zu beantworten, liebe Sonja Riel. Auch das war ein Prozess. Ich bin da auch jetzt ganz ehrlich. Es gab jetzt nicht den einen Tag immer so dramatisch, ja, wie wir das sagen, raus aus dem und hinein. Es ist ganz klar ein Prozess und dafür reicht jetzt auch in dem Sinne die Zeit nicht. Es gibt, glaube ich, einen Spruch, der stimmt. Es gibt zwei Tage, an denen wir nichts ändern können. Der eine ist gestern, der andere ist morgen. Ja. Der klingt aber auch so ein bisschen, dass wir uns wieder beschränken. Wie gesagt, es war ein Prozess. Ich habe da viele Stationen hinter mir in meinem Leben. Ich bin auch für jede einzelne Station dankbar. Und ich weiß auch heute nicht, mein Traum war ja immer, oder mein Lebens, sagen wir schon, Inhalt war der Sport, der bestimmt auch heute noch einen großen Teil meines Tages. Aber heute verstehe ich auch, warum es so gekommen ist, dass ich jetzt nicht in diesem Bereich alleine geblieben bin, sondern ich habe dort natürlich viele, auf der einen Seite Skills gelernt, auch später in meinem Leben. Und ich möchte das jetzt nicht so dramatisch sagen, ja, irgendwann, dass man sagt, ich bin irgendwie erleuchtet oder so, überhaupt nicht, sondern das ist ein Prozess. Es hat mich sehr berührt und ist tatsächlich durch das Wirken von der Maria Aurora gekommen, ganz ehrlich. Und für die vielen, vielen Frauen, die sie begleiten durfte. Und das hat mich wirklich, wirklich, jetzt hätte ich fast gesagt, geflasht. Nein, es hat mich wirklich berührt. Und jedes Mal wieder, vorhin auch. Und das, da bin ich ganz ehrlich, das war die Motivation. Wirklich, wir Menschen möchten ja, ich würde mal so sagen, vielleicht dienen oder etwas bewirken oder Gutes tun. Und mit meinem am Anfang, sagen wir mal, vielleicht kleineren, ja, auch zeitlich beschränkten Input, habe ich das einfach gemerkt und dann das Stück für Stück, Schritt für Schritt aufgebaut. Und ich, weil es auch so ist, dass wir die, sagen wir mal, die Dankbarkeit, viele, wir sprechen ja heute oft so von Nachhaltigkeit, die Dankbarkeit, ja, dass die Frauen oder dann Göttinnen das auch wirklich mitnehmen und nicht, ja, irgendwo, wie wir in der Abhängigkeit, nimm diese Pille, mach dieses Training, wenn dann, überhaupt nicht. Ja? Sondern was mich jedes Mal wieder fasziniert, Menschen dabei zu begleiten, dass sie entdecken, es ist in ihnen.
du brauchst, weil du es vorhin wunderbar, das war nicht abgesprochen, das ist wunderbar, wie du erwähnt hast, ja, mit deinem Walk als Ausgleich. Du hast alles in dir. Ich sage immer noch mal zu dem physischen Teil ein etwas, ich sage jetzt mal krasses Beispiel. Du brauchst nichts. Du kannst theoretisch auf einem Quadratmeter dein, in Anführungszeichen, dein Workout machen. Ja. Genau. Nur um zu sagen, es ist buchstäblich. Das Physische ist in dir. Du hast alles in dir. Und das ja, in den Menschen wieder bewusst zu machen, das ist wunderbar. So bin ich dazu gekommen. Und wie gesagt, ich bin auch für jede Station, auch jedem Menschen auf diesem Lebensweg dankbar. Ja. Ich denke mal, ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade Juristen in sich einen großen Anteil an Gerechtigkeitssinn haben, den sie ausagieren wollen. Und ich habe festgestellt, dass auch wenn man meint, dass gerade Menschen in dieser Laufbahn Kopfmenschen sind, das ist aber gar nicht so, sondern es ist oftmals das Herz, dass Menschen Gerechtigkeit entwickeln wollen für diese Welt, für die Menschen, ob das Polizisten sind, Rechtsanwälte, Richter, die also wirklich auch etwas bewirken wollen, wie du es gerade sagtest, in der Welt. Und dann ist es ja ein Entwicklungsweg zu sagen, okay, dieses Angebot steht mir zur Verfügung, was ich nach der Schule lernen kann. Das ist ja oftmals auch familienbedingt, dass dann die Eltern ein Mitspracherecht absolut haben und sagen, ja, hey, musst du nicht das machen, das machen, absolut, damit du Geld verdienen kannst. Das ist ja auch ein angesehener und wichtiger Beruf. Aber dann den Bogen zu machen, sich persönlich parallel weiterzuentwickeln und zu sagen, was gibt es denn da noch außer dieser Strukturarbeit, der Gerechtigkeitsarbeit und dann zu sagen, okay, da gibt es noch mehr, da gibt es auch das Körperfeld und dann kann man Menschen auch da begleiten, sie in ihre Kraft zu bringen. Also ich finde es schön, so eben bei Menschen zu sehen, wie ihr Entwicklungsweg ist, dass es immer Stationen gibt. Du sagst ja, es ist nicht der eine Tag, der sagt, jetzt mache ich plötzlich das, sondern es entwickelt sich, gerade auch mit einem Partner zusammen, der hat dann tolle Ideen, man hat selber tolle Ideen und dann im schönsten Fall bringt man sie zusammen und das liebe ich, das finde ich toll. Das stimmt, liebe Sonja. Also hast du ein weiteres Mal, hast mir wunderbar aus dem Herzen gesprochen. Was mir gerade noch als Impuls kommt, ist tatsächlich Vertrauen. Also ich darf schon, das darf ich sagen, ich versuche schon ein selbstreflektierter Mensch zu sein und zu bleiben. Aber das Vertrauen, ja, ich war damals bei der Bundeswehr, sagen wir Zugsprecher, sind die Jungs damals gekommen, hey, du machst das auch später oder im Sport. Das war eigentlich schon immer so. Und auch jetzt bin ich sehr dankbar, weil ihr Frauen oder die Frauen, die das Empowerment-Training machen, ich bin jedes Mal wieder dankbar, weil es ist ein Vertrauen. Sie vertrauen mir, ich vertraue ihnen auch. Es ist ja in dem Sinne dann intensiven körperlichen Teil, ist es der Fokus und das Vertrauen berührt mich jedes Mal wieder. Ich darf vielleicht noch sagen, es ist eben natürlich nicht nur der physische Teil, den du eben angesprochen hast, der mich klar begeistert. Es ist natürlich tiefer. Es ist nicht nur ein Vorgespräch, es ist ein Seelencoaching. Es geht natürlich ganzheitlich darum, wie gesagt. Also das eine ist das Physische, das ist man kann es wie ein Ventil. Es gibt ja auch den Begriff die Ventilfunktion des Sports und der Bewegung. Alles, alles super. Aber ich gehe natürlich noch ein, zwei Schichten tiefer. Wie gesagt, ich finde jede Art von Bewegung, Sport immer großartig. Aber es kann ja auch in dem Sinne dann quasi in die andere Richtung wieder gehen, ja, dass man sich in dem Sinne, könnte mich theoretisch ja auch über den Sport oder über den, könnte ich mich theoretisch auch ablenken und würde die Wut nur einseitig wieder, ja, indem ich sage, aber wenn wir hinschauen und es ist auch so, ja, autobiografisch, natürlich hatte ich oder ich habe die auch immer noch aktuell, immer mal wieder, weil ich denke, jeder, der tätig ist, nennen wir es jetzt als Wirkender oder Therapeut, whatever, der, nennen wir es mal, heilt sich auch immer ein Stück weit selbst. Ja. Und das ist eine Autobiografie als Kind. Ich möchte jetzt nicht Männer erzählen über Geschichten und langweilen Frauen, aber auch als Kind gab es natürlich Situationen, wo ich eine große Ohnmacht und Wut empfunden habe. Und es berührt mich jedes Mal wieder in den Gesprächen dann auch,
ja, von den Frauen zu erfahren, was hat sie oder was macht sie wütend und ein Stück weit beizutragen. Weil es ist auch so, die Frauen in die Familien rein, für die Kinder, es wird ja weitergegeben. Ja, so ein bisschen wie das olympische Feuer, ist wie eine Art Stafette. Wenn sie die Wut oder wenn sie sich heilt, heilt sie auch das System oder die Kinder und geht jetzt, ja, es geht nicht darum, die Frau zu trainieren, dass sie sich gegen den Mann wehren kann, sondern hinzuschauen, was hat mich damals wütend gemacht oder was macht mich aktuell wütend und auch ohnmächtig, ja, also ohne Macht. Und nochmal auf das Empowerment zu kommen, ja, Deutsch würden wir sagen, in die Kraft bringen, aber vielleicht auch in die Balance bringen, in die Reflexion, die und in die Selbstermächtigung. Entschuldigung, wenn ich jetzt unterbreche. Bitte, ja, immer, immer. Ja. Aber diese Selbst, also Power ist ja im Englischen nicht nur Kraft, sondern auch genau. Macht im besten Sinne. Und genau. Du bringst die Frauen wieder in ihre ursprüngliche Macht. Und das ist ganz toll, weil ja, Männer haben ein anderes Empfinden in Bezug auf Macht. Das ist ja auch ein sehr belegtes Wort. Aber ich habe schon oft gesagt, Macht ist neutral. Mhm. Es kommt darauf an, was man daraus macht. Und vielleicht nehmen wir das als Abschluss. Das ist ja das, was dich begeistert, die Frauen in ihre Kraft und Macht zurückzubringen, die alten Wunden zu heilen, die die Wut da zum Ausdruck bringt und dadurch selbstständige, selbst ausbalancierte und freie Menschen dadurch zu kreieren. Ich denke, das kann man mit Männern genauso toll machen, brauchen sie auch. Aber eben, du hast dich auf Frauen spezialisiert, die in ihre Kraft zu bringen. Und das ist etwas, was ich großartig finde. Also, ne, ihr lieben Frauen da draußen, aber auch ihr Männer, ja, wir sind hier auf der Erde, um unsere Kraft zu leben, die Wut kurz hochkochen zu lassen, sie in Mut zu verwandeln, in Tatkraft zu verwandeln und dann vorwärts zu gehen in unserem eigenen Sein. Und am besten natürlich auch zum Wohle aller Beteiligten, wenn man das dann möchte. Hast du ja. Toll. Besser geht's nicht, liebe Sonne. Also vielleicht, mir kommt auch gerade noch ein weiterer Impuls. Toll, toll gesprochen. Beifall, Beifall. Und auch fast noch über Empowerment hinaus Befreiung. Ja, wir sagen, es gibt manchmal wie ein Befreiungsschrei. Wow, also nicht nur rausgelassen. Und dann, du hast wirklich eine andere Aura. Du trittst nicht nur körperlich auf. Und das berührt mich jedes Mal wieder. Das ist die Hauptmotivation. Es ist auch, geht auch um Befreiung. Ja. Selbstbefreiung, ja. Mhm. Toll, wunderbar. Ja. Hast du zum Abschluss vielleicht noch so einen Kern, eine Kernaussage, einen Kernimpuls zu dem, was wir jetzt besprochen haben, an die Menschen, die das Video schauen, als Abschluss? Ja, also zwei Worte. Also trau dich. Ja, meine geliebte Tochter hat mir vor einiger Zeit mal so eine Karte geschenkt, die hängt an der Wand und trau dich. Und trau dich hinzuschauen. Ich würde mich natürlich unglaublich freuen, da mit dir zusammen zu wirken oder zu unterstützen. Aber das sind die beiden Worte, trau dich. Und auch die längste Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Super, wunderbar. Vielen, vielen Dank, lieber Christian. Ich von Herzen. Freue mich, dich dann wieder bald auch persönlich zu sehen. Und genießt deine Zeit, ihr Lieben. Ich hoffe, wir haben euch motivieren können, dass Christian euch aus seiner Kraft heraus auch etwas mitgeben konnte. Wir freuen uns auf die Kommentare, wie immer unter den Videos. Und danke, schön, dass ihr da seid. Danke, lieber Christian. Tschüss. Von Herzen, liebe Sonja Rehl. Ciao.